So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der Belandratung, nach längerer Pause wollen wir Ihnen heute wieder eine Folge unserer Internetserie bieten. Und wir wollen uns heute wieder mit Bildungsfragen im Burgenlandkreis beschäftigen. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen. Zunächst die Leiterin der Pestalozzi-Schule in Zeitz, Heike Stuke. Sie ist mehr als nur eine Schulleiterin, darüber werden wir später noch reden. Es sind Schulferien und trotzdem ist die Schulleiterin hier. Frau Stuke, vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Und ich begrüße Wolfgang Kühn sehr herzlich, Herr Professor Kühn, muss ich da sagen, und möchte das auch sagen. Sie haben ein Planungsbüro, kein kleines, und Sie werden an der Pestalozzi-Schule in Zeitz die gesamten Umbaumaßnahmen als Planer begleiten und das Ganze organisieren. Und wir haben Sie deshalb heute hier als Gesprächspartner dabei, weil Sie mehr machen und mehr getan haben im Vorfeld, als einfach nur zu planen und irgendwelche baulichen Elemente in der Schule hin und her zu schieben. Sie haben nämlich eine Vorplanungsphase mit Eltern und Schülern hinter sich. Darauf wird noch zurückzukommen sein. Ich fange aber erstmal mit Ihnen, Frau Stuke, an. Die Pestalozzi-Schule in Zeitz ist eine Förderschule. Wie viele Kinder lernen da und welche Aufgabe hat denn diese Förderschule? Ja, in diesem Schuljahr lernen bei uns an der Schule 150 Kinder so circa. Das variiert immer mal ein bisschen, aber wir haben uns bei 150 eingepegelt. Und die lernen in Klasse 1 bis 9. Ja, was ist die Aufgabe einer Förderschule? Die Aufgabe einer Förderschule ist es letztendlich, die Kinder weiter in Bildung zu halten und zu einem Schulabschluss zu führen, die es im Regelschulbereich aus den verschiedensten Gründen einfach schwer haben, dort mitzukommen im Unterricht. Und die Aufgabe einer Förderschule ist es, durch eine veränderte Methodik und Didaktik einfach zu gucken, dass ich die Kinder am Lernen halte und wieder Freude und Spaß dran habe. Was sind das für Schwierigkeiten, die Kinder haben, die zu Ihnen kommen? Ja, die sind in ganz unterschiedlichen Bereichen. Die sind im mathematischen Bereich, dass Sachen nicht verstanden werden. Die Kinder, die jetzt nicht das Handicap haben, ganz normal lernen. Ne? Es ist das Lesen und das Schreiben oft ein großes Handicap. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Kinder, die im Verhalten sehr gehandicapt sind. Man sagt im emotional-sozialen Bereich. Und ja, die nochmal einer besonderen Begleitung bedürfen, um am Unterricht teilnehmen zu können. Und bisher waren Sie mit den Kindern in einem Gebäude, das schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat und das auch nicht als Förderschule konzipiert wurde. Und aus diesem Gebäude sind Sie jetzt am Ende des Schuljahres ausgezogen. Genau. Was ist das für ein Gebäude? Wie alt ist das? Also das Gebäude war 2013 haben wir 100-jähriges Bestehen gefeiert. Und das Erstaunliche ist, also es ist 1913 erbaut worden und es ist als Mädchenlyzeum erbaut worden für die Stadt Zeitz. Und es war immer, wir haben dann geschichtlich auch geguckt nach 100 Jahren, was ist denn alles mit der Schule passiert? Und erstaunlicherweise war es immer eine Schule. Also es ist nie zu irgendwas anderem verwendet worden, es war immer eine Schule. Außer in den Kriegsjahren, dann ist es mal zu einem Lazarett etagenweise umfunktioniert worden. Aber ansonsten sind dort immer Kinder unterrichtet worden und denen ist dort Bildung beigebracht worden. Also eine weiterführende Mädchenschule, die in der wilhelminischen Zeit konzipiert und gebaut wurde. Das ist natürlich von den Anforderungen an das Gebäude was anderes als an das, was Förderschüler mit verschiedenen Beeinträchtigungen oder Lernschwächen dann heute auch brauchen. Wir wollen denen Bildung vermitteln, aber wir möchten natürlich auch, dass sie dann irgendwann auf dem Arbeitsmarkt gut ankommen. Es gibt 3000 offene Arbeitsstellen im Burgenlandkreis und dass sie dann letztlich auch eigenständig und selbstverantwortet ihr Leben führen können und das selber in die Hand nehmen können. Das ist der Sinn der Übung. Und dazu mussten im Vorfeld viele Überlegungen angestellt werden, wie muss denn eine wirklich gute
Förderschule, die auch ein Förderzentrum ist. Da kommen wir dann noch kurz drauf zu sprechen, was das bedeutet. Wie muss die gestaltet werden? Und da sind wir auf Sie gekommen, Herr Professor Kühn. Sie haben schon, ja, bevor es überhaupt mit Planen und Bauen losging, sich erstmal mit vielen Schülern, dem Lehrkörper, mit Eltern zusammengesetzt, damit das Richtige entsteht. Was ist da passiert im Vorfeld? Ja, auf der einen Seite haben wir ein pädagogisches Konzept, was von der Schulleiterin und den Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet worden ist. Und jetzt geht es ja darum, dieses pädagogische Konzept in einem Raum- und Funktionsprogramm umzusetzen, damit die Schüler letztendlich auch unter den gewissen Räumlichkeiten vernünftig beschult werden können. Und wir hatten ja folgende Probleme. Zum einen ein denkmalgeschütztes Gebäude, das klare Strukturen hat. Wir hatten dann die Anforderungen einer Förderschule. Dort sind ja Klassenstärken von 10 bis 15 Schülern da. Das sind ja keine normalen Klassenräume. Dort haben wir Schüler, die letztendlich eine Mischung haben mit verschiedenen Schwächen und auf die man eingehen muss. Und wir haben also neben den normalen Klassenräumen und den Fachunterrichtsräumen haben wir spezielle Förderräume, wo man letztendlich die einzelnen Schüler getrennt fördern will oder in kleinen Gruppen. Und jetzt ging es darum, ausgehend von dem pädagogischen Konzept und von den Schwerpunkten in der Förderung, ein Raum- und Funktionsprogramm zu entwickeln, das mit den Grundrissen des Gebäudes zu überlagern und erstmal festzustellen, passt denn dieses Konzept in die Schule rein? Weil bisher war es ja so, wir hatten eine Villa in der Nähe und wir hatten das Gebäude und der Unterricht hat sich auf zwei Gebäude als nur eine Art Spagatlösung konzentriert und das war schlecht. Ja, das heißt, wir haben also erstmal geschaut, können wir ohne Anbauten in dieses Schulgebäude durch eine Konzentration der Räume und eine vernünftige Verteilung auch das Raumprogramm unterbringen, ohne ein Nachbargebäude zu nutzen und ohne Anbauten zu realisieren. Das war eigentlich die Schwierigkeit und dazu, da es keine Raumprogramme gibt für Förderschulen, jede Förderschule aufgrund ihres Profils anders ist, haben wir gesagt, jetzt müssen wir alle Akteure erstmal an den Tisch bringen, Kinder, Lehrer, Lehrerinnen, Eltern, aber auch Partner, die in der weiteren Ausbildung letztendlich tätig sind, Firmen, die die Kinder übernehmen. Ich glaube, die Berufsschule war auch mit dabei. Die Berufsschule und die Sekundarschule war auch mit dabei. Das heißt, alle, die in irgendeiner Form an der Entwicklung der Kinder beteiligt sind, die haben wir letztendlich im Rahmen eines Vorplanungsprozesses beteiligt in Workshops, in pädagogischen Tagen und dergleichen und auch in Interviews mit Kindern, Schülern, Eltern intensiv befragt, um rauszubekommen, was brauchen sie denn, um noch besser zu lernen? Was brauchen die Kinder, um noch besser zu lernen? Und für uns war ein wichtiger Punkt, wir haben Interviews geführt, ich darf es heute sagen, bei den Fragen, wie zufrieden fühlen sie sich in dieser Schule? Da haben von 10 Kindern auf einer Liste von 0 bis 10, haben die Eltern und Kinder gesagt, zwischen 8 und 9. Was ja dafür spricht, dass auch wenn die baulichen Bedingungen nicht die besten sind, richtig, gute Schule auch unter schwierigen Bedingungen arbeiten, richtig, kann. Richtig. Aber wir natürlich auf Dauer trotzdem die Rahmenbedingungen jetzt verbessern wollen, ja, und müssen. Und da habe ich gehört, in dem Vorgespräch haben Sie das gesagt, der Außenbereich, also das Grundstück ist relativ groß, aber es gab eigentlich gar keinen gestalteten Außenbereich, in dem sich die Schüler auch bewegen können. Das soll jetzt auch mit angefasst werden. Genau. Wir haben zwei Dinge. Einmal das Schulgebäude, das mit seinem Raumprogramm eigentlich die Lernbedingungen weiter verbessern soll. Ich gehe mal davon aus, wenn der Lehrkörper nicht funktioniert, hilft natürlich das Gebäude nur bedingt. Und wir sehen das ja an dieser Bewertung. Aber was auch in den Gesprächen herauskam, dass die Pausengestaltung, diese Trennung auch zwischen Kindern, die eine sozial-emotionale Schwäche haben und eine Lernschwäche, weil die Lernschwächen brauchen Ruhe. Es müssen also Ruhebereiche da sein, wo die Schüler letztendlich sich aufhalten können. Wir brauchen Empfangsbereiche. Das heißt, die Schüler werden ja mithilfe des Taxiverkehrs gebracht und die müssen übergeben werden. Ja, wir brauchen einen Schulgarten, wir brauchen einen Kräutergarten, wir brauchen ein Klassenzimmer im Freien, ja, und solche Dinge. Und wir brauchen auch Sportanlagen, die teilweise da sind, um letztendlich auch, die letztendlich eine sozial-emotionale Schwäche haben, die auch letztendlich Aktivitäten brauchen, dort unterzubringen. Und das heißt, wir haben dieses
Außenanlagenkonzept auch unter Beachtung dieser speziellen Anforderungen der Schüler, der Lehrer und auch der Eltern entwickelt, damit also Außen und Innen harmonisch ineinander greift. Neben diesen ganzen Überlegungen zum Detail braucht es ja auch eine grundlegende Bereitschaft derer, die jetzt an der Schule sind und der Eltern dazu, so einen Umbau überhaupt zu wollen und mitzumachen. Dazu sollte ja auch dieser vorgeschaltete Gesprächsprozess mit allen Beteiligten dienen. Frau Stugge, ist das gelungen? Waren die Sorgen jetzt groß am Ende des Schuljahres? Man muss jetzt ausziehen. 3 verschiedene Standorte über einen längeren Zeitraum. 2-3 Jahre wird der Umbau dauern. Ist man da jetzt eher mit Sorge ausgezogen, hat die Koffer gepackt? Oder ist die Hoffnung da, weil es danach vielleicht besser wird, gehen wir das jetzt an? Also ist dieser vorgeschaltete Prozess bei den Eltern gut angekommen? Also grundsätzlich möchte ich sagen, dass diese Sache, was gerade mit unserem Schulgebäude passiert und mit dieser Schulform Förderschule passiert, als in meinem Kollegium, in der Elternschaft und auch in der Schülerschaft als unwahrscheinliche Wertschätzung empfunden wird, dass wirklich den Förderschülern jetzt so eine Beachtung geschenkt wird. Ja? Die Eltern waren zu Interviews bereit, die haben sich geöffnet, mein Kollegium, also das war beispielgebend, das Kollegium. Die haben viele Stunden mit Herrn Professor Kühn gemeinsam haben wir gesessen. Wir haben unsere Konzeption nochmal völlig neu überarbeitet zu jedem Förderschwerpunkt. Das praktisch nochmal überlegt, was muss es geben, was müsste Herr Kühn oder Herr Professor Kühn umsetzen, dass das funktionieren kann, diese Schule. Und die haben ein unwahrscheinlich hohes Engagement bewiesen, bis hin zum letzten, nämlich das Einpacken aller Gegenstände in dieser Schule. Aller. Es wurde also alles in die Hand genommen, in Kisten verpackt, beschriftet, in die Turnhalle gebracht, sortiert auf 3 Standorte, eigentlich 4, weil es gibt ja noch einen Einlagerungsstandort, wir können ja nicht alles mitnehmen. Na, sämtliche Stühle, Tische, Schränke wurden beklebt und sortiert, wer nimmt was mit. Wir haben uns die 3 neuen Standorte angesehen, wir haben geguckt, in welche Klassen ziehen wir ein, was brauchen wir, was stellt uns die Schule vielleicht zur Verfügung, die uns aufnehmen. Ja, das war eigentlich dieser ganze Prozess, nicht eigentlich, der war immer geprägt von wirklich sehr hohem Engagement und auch Freude auf das, was eventuell dann in ein paar Jahren auf uns wartet. Also das ist nach wie vor so bei uns drin. Und dann soll im Herbst oder jetzt mit Beginn des Schuljahres sollen jetzt die Bauarbeiten schrittweise beginnen. Wie lange werden die dauern? Was muss man da jetzt erwarten? Herr Professor Kühn, haben Sie die Fäden da alle in der Hand? Wir haben eigentlich die Fördermittelantragsunterlagen in der fachlichen Prüfung zurzeit, haben gemeinsam mit dem Landratsamt ja einen Antrag auf fördermittelunschädlichen Baubeginn für vorgezogene Maßnahmen gestellt. Das heißt, wir wollen mit den Demontagen und Abbrucharbeiten jetzt beginnen im September und mit der Trockenlegung des Gebäudes außen, weil wir im nächsten Jahr das Gerüst stellen müssen, weil wir ja normalerweise das Gebäude vom Dach ansaniert, aber wir können ja nur Gerüst stellen oder die Trockenlegung im Keller machen, sodass unsere Intention ist, dass wir am 20. September mit den Bauen beginnen. 2 Ausschreibungen sind schon auf dem Weg. Wir hoffen, dass der fördermittelunschädliche Baubeginn genehmigt wird. Und dann könnten wir termingerecht im September beginnen und wollen Ende 2024 baulich fertig sein. Wir wissen natürlich nicht, wie sich die ganze Entwicklung im Bausektor momentan abzeichnet. Aber wir sind guten Mutes. Wir sind auch die erste Schule, die in dem Förderprogramm letztendlich geprüft wird. Wir sind also vorn. Und das zeigt schon, dass wir nicht nur in dem Gesamtverfahren gut miteinander zusammengearbeitet haben. Ich kann auch nur das Bauamt und alle Abteilungen, Bildungsamt hier loben. Alle haben sich mit involviert. Und ich sage mal, wir waren eigentlich als Team stark. Ja. So, und für mich war immer eins wichtig, auch die Emotionen, wenn dort Eltern in einem Gespräch, in einem Interview sitzen und sagen, wir wollen nur, dass unsere Kinder später allein leben können. Die Voraussetzungen müssen sie uns schaffen, damit sie nicht in eine Randgruppe abdriften, damit sie in der Mitte der Gesellschaft sind, dass sie als Arbeitskraft gebraucht werden. Das ist eigentlich
der entscheidende Beitrag, den die Schule leisten kann. Und da hat die Schule den Auftrag sowohl für die Schülerinnen und Schüler, die in der Schule sind, aber sie sind auch Förderzentrum. Genau. Also die Aufgaben gehen darüber hinaus. Was muss man sich da darunter vorstellen? Also ein Förderzentrum, wir sind seit 2000, im Schuljahr 2008-09 sind wir Förderzentrum geworden. Ein Förderzentrum ist ein Verbund von mehreren Schulen unterschiedlichster Schulformen. Und dieser Verbund arbeitet mit Schülern, die im gemeinsamen Unterricht sitzen. Also es sitzen ja nicht nur Förderschüler bei uns in der Schule, sondern es gibt ja in allen Schulformen unseres Landes Schüler, die im Regelschulbereich sitzen, an Grundschulen und Sekundarschulen, auch an Gymnasien, und die dort im gemeinsamen Unterricht begleitet werden. Und die Aufgabe des Förderzentrums ist es, das alles zu koordinieren. Also wir statten, wenn wir die personellen Möglichkeiten haben, natürlich die Schulen dann auch mit entsprechendem Fachpersonal aus. Und ist das jetzt für Sie nicht besonders schwierig, an drei Standorten die sozusagen eigene Schule betreiben zu müssen, als Förderzentrum auch noch die anderen zu betrachten? Wie kommen Sie denn in einer Zeit des Lehrermangels da überhaupt klar? Die Lehrer pendeln dann noch stärker, als es bisher schon taten, wenn sie gemeinsam Unterricht auch mit dabei waren, jetzt auch noch zwischen den drei eigenen Schulstandorten. Das wird keine einfache Zeit werden. Aber wir werden es angehen. Wir haben ja ein großes Ziel. Wir wollen ja, wann auch immer, zumindest das Ziel ist Ende 2024, in unsere Schule einziehen. Und wir haben da, trotzdem, dass wir an drei Standorten verteilt sind, haben unsere Kollegen total viele tolle Ideen, wie man Bildung auch in dieser Zeit gut den Kindern rüberbringen kann. Und letztendlich ist es die Aufgabe der Schulleitung zu gucken, dass es sich alles gut koordiniert und zusammenfindet. Und ich glaube, mit dem Kollegium schaffe ich das. Also Herr Kühn durfte Sie ja kurz kennenlernen alle. Und ich denke, das wird gut funktionieren. Das ist Ihre Herausforderung, die pädagogische Seite, die Betreuung auch der Eltern in dieser Zeit, auch zu erklären, warum das alles notwendig ist. Aufgabe von Professor Kühn ist, die Bauleitung dann jetzt zu haben, und unsere Aufgabe im Landkreis als Schulträger ist vor allen Dingen, das Geld aufzubringen, und das ist doch kräftig nach oben geschossen. Sie haben nochmal nachgerechnet und haben offensichtlich gesehen, die Baupreise steigen. Wir sind mal von 7-8 Millionen ausgegangen, jetzt sind wir bei 13 Millionen. Das wird nochmal Aufgabe auch des Kreistages sein, da die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Aber wir wollen ja die Idee des Bildungscampus in Zeitz ja auch voranbringen. Und die Aufgabe des Landkreises ist hier vor allen Dingen, sich um diesen Förderschulbereich zu kümmern. Also ich bin da zuversichtlich, dass die Kreisrätinnen und Kreisräte dann am Ende auch für die erhöhten Kosten ein Okay geben. Und zum Bildungscampus Zeitz gehören ja auch noch die Sekundarschule 3, eine Grundschule, und wir wollen im berufsbildenden Bereich noch was machen, sodass wir an allen drei Standorten in Zeitz mit dem Bildungscampus Zeitz, hier in Naumburg mit dem Bildungscampus Naumburg und in Weißenfels die Bildungsthemen voranbringen wollen. Ich wünsche uns allen dabei viel Glück, dass es gelingt, die Eltern und Schüler zu motivieren, diese Zeit durchzuhalten, dass sie die Baufirmen gut koordiniert bekommen und die Preise dann in diesem Rahmen belassen, Herr Professor Kühn. Und uns wünsche ich natürlich und mir persönlich auch, dass es gelingt, die Kreisrätinnen und Kreisräte von diesem Konzept dann zu überzeugen. Meine Damen und Herren, das soll es für heute gewesen sein. Mit den Bildungscampus im Burgenlandkreis werden wir uns auch weiterhin beschäftigen. Für heute erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen eine gute Woche.